Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, muss ich aufpassen, wen ich mir zum Vorbild nehme. Sie hatten die falschen Vorbilder gehabt. Und sie haben diese falschen Vorbilder befolgt. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ebenfalls Vorbilder für die Jugendlichen sind und die ebenfalls die Jugendlichen ins Verderben stürzen. Genauso wie es hier Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat. Wir werden gleich sehen, Allah ta'ala, er spricht über Götzen. Heutzutage gibt es ganz, ganz viele Götzen. Es sind vielleicht nicht Götzen, wie sie das Volk von Nuh hatte, wo sich die Menschen dann vor niederwerfen. Aber es sind Götzen anderer Art, die sie ebenfalls anbeten. Sie beten ihre Neigungen an. Und deswegen spricht Allah ta'ala im Koran immer wieder von was? Davon, dass es Menschen gibt, welche sich ihre Neigung zum Gott machen. Hast du nicht jenen gesehen, der sich seine Neigung, seine Begierde zum Gott macht? Er betet seine Neigung an. Er hat die falschen Vorbilder. Er sieht im Internet, ja, YouTuber oder auf Instagram, ja, Leute, die erfolgreich sind aufgrund ihres Aussehens. Ich will genauso sein. Das Mädchen denkt, darin liegt der Erfolg, dass ich mich besonders, dass ich meine Schönheit, meine Reize besonders zur Schau stelle. Das ist der Erfolg. Ich möchte genauso sein. Und das kann es sogar sein, sie trägt ein Kopftuch, alles, aber sie tut alles, um genauso zu sein wie dieses Mädchen oder diese Frau, welche all ihre Reize zur Schau stellt und versucht es ebenfalls, aber nur mit dem Kopftuch. Genau dasselbe. Oder irgendjemand anderes, ein Rapper oder weiß ich nicht was. Ja, ich war neulich im Imbiss gewesen, ja, so ein Shawarma-Laden. Da lief die ganze Zeit Bushido im Hintergrund. Ich bin verrückt geworden. Ich habe das nicht ausgehalten. Geht es nur um immer dasselbe. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich der Gesellschaft den Krieg erkläre. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich eine Bank ausraube. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich ganz viele Frauen um mich herum habe. Und es gibt ganz viele Jugendliche heutzutage, die glauben, darin liegt der Erfolg. Ich muss genauso sein. Und sie glauben, jemand wie Bushido oder Farid Bang oder weiß ich, wie diese ganzen Typen heißen, ja, sie glauben wirklich, ja, dass das wahre Gangster sind. Das sind wahrscheinlich die Ersten, die wegrennen, wenn irgendetwas ist. Aber sie verkaufen sich gut. Und die Jugendlichen sagen, oh, das ist mein Vorbild. Ich will genauso sein wie er. Du willst sein wie ein Gangster? Denk mal darüber nach. Du willst Geld haben, damit du das Geld für Frauen ausgibst und für Alkohol? Du findest das cool, eine Bank auszurauben, Menschen umzubringen? Das ist dein Vorbild? Das ist der Untergang. Wegen dieser Dinge hat Allah ganze Völker vernichtet. Und das ist jetzt zu einem Vorbild geworden. Ein Mädchen, eine Frau, die extra ihre Reize zur Schau stellt, ist zu einem Vorbild geworden für ganz viele Mädchen. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über solche Vorbilder? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt zwei Menschen, welche nicht den Duft des Paradieses vernehmen werden. Die nicht das Paradies betreten und nicht einmal den Duft des Paradieses vernehmen werden. Wisst ihr, welche Menschen das sind? Das ist eine authentische Überlieferung. Der Prophet sagt, Rijalun ma'ahum wie heißt das? Aswad ka aznabil baqar. Männer, die Peitschen in der Hand haben wie Kuhschwänze. Und damit die Menschen schlagen. Und dann, was ist die zweite Gruppe, das du gesagt hast? Und Frauen, die angezogen sind, aber zugleich nackt. Die selbst vom Weg abgekommen sind und andere vom Weg abbringen. Durch ihre Reize, ihre falsche Vorbildfunktion. La yadkhulna al-Janna. Ru'usuhunna ka'asnimatil bacht. Oder Bucht. Ihre Köpfe sind wie die von Kamelhöckern. La yadkhulna al-Janna.
ولا يجدن ريحها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sie werden das Paradies nicht betreten, noch werden sie den Duft des Paradieses vernehmen. Das sind die Vorbilder von unseren Schwestern. Gangster, Rapper und weiß ich nicht was, sind die Vorbilder von unseren Jugendlichen. Und sie führen in dem Verlust, so wie es Allah Ta'ala gemacht hat. Und das Problem ist, teilweise befolgen diese Jugendlichen, ja, diese Menschen ganz bewusst, das sind ihre Vorbilder. Sie liken ihre Videos, sie teilen ihre Videos, all das. Und haben dann auch noch ihren Anteil daran, dass andere Jugendliche ebenfalls in die Irre gehen. Und deswegen überleg dir ganz genau, wen du dir zum Vorbild nimmst. Überleg es dir. Ich weiß, dass einige Schwestern und einige Brüder mittlerweile Instagram gelöscht haben, weil sie gesehen haben, das bringt mir nichts. Das Einzige, was ich dort sehe, ist eine Scheinwelt. Meine Frau hat mir erzählt, sie hat auch Instagram gehabt, hat sie jetzt gelöscht mittlerweile. Sie meinte, sie hatte einen Kanal oder so ein Profil, befolgt von so einem, das finde ich nicht Ehepaar, die sind glaube ich nicht verheiratet, das ist einfach ein Paar. Und auf jeden Fall, die haben immer überall gepostet, ja, wie glücklich sie sind und weiß ich nicht was. Und dann, subhanallah, hatte sie, als sie auf dem Weg in die Türkei war, waren sie mit ihr im Flugzeug. Das Lustige ist, oder das Traurige, was sie gesagt hat, die haben nicht ein Wort miteinander gewechselt, waren die ganze Zeit still. Haben sich überhaupt nicht unterhalten, schlecht gelaunt. Und dann, als sie in der Türkei ankommt, öffnet sie ihren Account und dann sieht sie ein Bild von den beiden im Flugzeug oder am Flugzeug, wie sie lächeln und so tun, als würden sie das glücklichste Ehepaar oder das glücklichste Paar der Welt sein. Es ist eine Scheinwelt. Es ist eine Scheinwelt, die ins Verderben führt. Walayyadu billah. Lasst euch dadurch nicht täuschen, so wie das Volk von Nuh a.s. getäuscht wurde.